Hallöle! So, es geht weiter. Wir machen jetzt hier Kick 'em out. Ja, ich denke, das hört sich vernünftig an. Ja, nachdem der Skadi beim letzten Mal so wunderbar vorgelegt hat, muss der Rush jetzt natürlich auch ein bisschen Leistung zeigen. Guck mal, hier gibt's Geld. Kann jetzt keine Witze mehr aus dem Internet suchen. Doch, könnte ich schon, aber ich glaube nicht, dass ihr das... Wir springen mal in den hier rein, der sieht mir sehr vertrauenswürdig aus. War er nicht. War er echt. Da links hättest du voll viel Geld gekriegt und jetzt gehst du einfach in den Falschen. Ja, da kommen wir bestimmt wieder irgendwie hoch. Nie wieder. Oh, ein Pinguin mit einer Bowlingkugel. Das sind die Schlimmsten, die hasse ich ja, die Viecher. Und noch einer. Aber du kriegst das Rushed. Du kannst jetzt in die ganz linken mal reingehen. Oder in den mittleren. Noch, mach doch das auch. Mach, geh noch mal in den mittleren. Hey, das hätte doch... Den nehme ich noch mit. Du hast sogar ja mit, hast ja sogar mitgedacht. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Hätte ich da aber nicht durchgekriegt, deswegen. Aber gut, dann gehen wir jetzt noch mal durch den linken. Oder durch den hier. Wo war der denn? Der war doch einer noch unsichtbar. Ja, das war doch der, wo du mit dem Werfen hinkommst. Ah, jetzt verstehe ich das hier. Ah, warf. Ja, der Rush, der will jetzt ein bisschen Geld sammeln. Der will, hat in diesem Fall gar nicht die Ambition, auch nur ein einziges Level zu schaffen. Richtig. Weil Scully den Boss diesmal machen möchte, hat er mir gesagt. Ja, hatte ich gesagt, ne? Dann kannst du ja noch in ein paar anderen Leveln, wo wir den Schatz nicht bekommen haben, vorbeischauen oder Knäckebrot-Spiele spielen. Nö, jetzt mach ich weiter. Nicht den Pinguin töten. Uah. Okay, aber in diesem Level kriegst du ja auch das Geld so ein bisschen hinterhergeworfen, ne? Ja, ein bisschen. Sowas, so soll mal meine Wohnung aussehen, wenn ich nach Hause komme. Da lasse ich die auch gerne von der Esmeralda klauen, ist gar kein Thema. Ja, wenn sie das macht. Wenn sie mir so ein bisschen Geld hinterlässt und ich dann einmal jetzt komplett... Jetzt hab ich's versaut, ich muss nämlich nochmal raus. Du bist ja auch ein Vollhonk. Jetzt brauche ich Pelicano nochmal. Das ist der hat mich mit einem Steinfisch abgespuckt, schon wieder. Das ist Pelipper und der setzt, was setzt denn da ein? Ein Entfessler. Das ist, wenn du diesen Horter hattest, ne? Mhm. Allerdings hat der nicht so oft gehortet, deswegen haut das nicht so rein. Er ist ja, glaube ich, der Einzige, der die Attacke kann, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das können noch ein paar mehr. Verschwinde ich dann so durch. Aber man müsste mal ein Pokémon-Spiel so hacken, dass ein Pokémon auf jedem Level versucht, alle drei Attacken zu lernen. Also Entfessler, Horter und Verzehrer. Dann ist das ewig nervig zu leveln. Könntest du doch allgemein so hacken, dass es auf jedem Level versucht, jede Attacke, die nichts bringt, zu lernen. Also immer Platscher. Versuch Platscher. Willst du das Silberblick erlernen? Möchtest du wieder... Oder dann kommt das so 30 Mal im Loop. Möchtest du Silberblick erlernen? Nicht. Möchtest du dann vielleicht Platscher erlernen? Nicht. Vielleicht dann Silberblick. Nee. Ja. Aber Platscher vielleicht? Wie wär's mit Barriere? Weißnebel? Komm schon. Weißnebel ist ja gar nicht so kacke. Barriere auch. Da ist eine Tür. Ist es der Schatz? Jawohl, der Rush hat's drauf. Ich nehme links. Nee, nimmst du nicht. Okay, ich nehme mal mit und verdeck die Ausrüstung. Nein, ich mach links. Das wäre echt super scheiße. Ling, ling, ching, chong, tang, nack. Den finde ich. Der Scheiße, dass er bei mir ist. Der ist bei dir unten rechts, glaube ich. Ja, ja. Ich hab's da drauf. Das war durch die Bildschirmverzögerung, habe ich das noch gesehen. Was ist das denn? Das ist eine Flasche, das ist der Red Potion. Nee, weißt du, was das ist? Kennst du noch diese komischen Plastikflaschen mit diesem komischen Zuckerzeug, das einfach mit Lebensmittelfarbe gefärbt war? So richtig eklig aussah, was damals die Kindergartenkinder mal trinken wollten. Nee, sagt mir nix. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das sah so ein bisschen aus wie Powerade, bloß noch viel künstlicher. Ach ja, doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich hätte jetzt sonst an Tabasco gedacht. Und so sah das auch aus. Und deswegen müssen wir im nächsten Part, wenn du jetzt das ganze Tabasco leer trinkst, auch wieder mit dem Afterburner aufnehmen. Oh, hi. Moin, der rallige Vogel, der die Luft befleckt. Befleck hier auch gleich mal. Warte, bis ganz unten? Das ist ja tragisch, Rushed. Ein trinken. Nee, drei trinken für bis ganz nach unten. Ganz nach unten ist leer machen. Ja, nochmal leer machen. Dann mach ich mal meinen Tee leer. Also ich mach meinen Apfelsaft jetzt garantiert nicht leer, da ist bestimmt nur ein halber Liter drin. Ja, los, Rushed. Nimm mal Mitte. Das war schon beim letzten Mal so gut. Da oben bist du, glaube ich. Ja, du wirst doch eh wieder die ganze runter fliegen. Schade. Dafür gibt's jetzt 6 Münzen und eine Tür, na gut. Du brauchst ja eh nichts mehr, du willst ja nur noch die Leute rausmalten. Wahrscheinlich musst du jetzt wieder Esmeralda besiegen. Ich bin hier runter.
Da ist der Boss. Das wird sicher wieder. Es muss ja eigentlich Esmeralda sein. Wir haben den Schatz. Geh doch einfach jetzt Esmeralda Platon. Was ist denn hier? Geld. Es gibt jetzt nur noch Geld. Brauchen wir nicht. Wir wollen lieber ein bisschen voranschreiten. Okay. Hallo? Es gibt ja auch keinen Pfad mehr von hier. Ja, ist das jetzt wieder Esmeralda? Ja. Ja, aber in einem anderen. Echt? Oh! Oh Gott, was ist das? Sperrmann! Ah, Riesensperrmann! Metall Greymon. Metallsperrmann? Gegen den kann ich nichts machen. Box ihn. Ich glaube, der wird immer langsamer und irgendwann passiert was. Dann explodiert er. Wir wollten ja über explodierende Katzenbabys eigentlich reden. Ah, jetzt hab ich's. Achso, die musst du ja wieder aufladen, macht Sinn. Und jetzt bist du weg. Aha. Der hat wirklich seine RAM Sockel da in meinen Arsch geschoben, ne? Ja, das mache ich jeden Tag. Deswegen brauche ich den Afterburner. Ach so. Das Level ist aber auch ein bisschen ähnlich konstruiert zu dem anderen, ne? Nur beim letzten Mal, jetzt haben die doch dein Schloss geklaut, habe ich das richtig gesehen? Ja. Beim letzten Mal warst du im anderen Schloss. Ich glaube, die wollten einfach so eine Sammlung an Schlössern, die architektonisch gleich aufgebaut sind. So, Esmeralda. Esmeralda, denn sie will, ja. Jetzt hau mal dieses Metallfieder kaputt. Das kann ja nicht sein. Das macht einfach ausreichen, Rasch. Ja, solange das langsam ist, ist das ja gar nicht schwer. Aber wenn das wieder so schnell wird, ist das voll scheiße. Ja, der Rush, der ist, wie gesagt, der ist schon ein bisschen müde. Müssen wir ihm lassen. Der hatte auch einen anstrengenden Tag hinter sich. Ja. Der hatte 2 Stunden Physikunterricht. Ja, und danach 5 Freistunden. Mein mehr, nein. Schön wär's gewesen. Ja, ich hatte auch einen anstrengenden Tag. Ich habe 2 Stunden Vorlesung verpasst, weil ich verschlafen habe. Und dann hast du weitergeschlafen. Und nee, das war das, wo ich weitergeschlafen habe. Oh. Jetzt wird er... Oh, oh mein Gott! Wie geht der denn ab? So wie ich, wenn ich in der Mensa will. Weiß, heute ist Hackbratentag! Mensas. Hau ihn um jetzt. Jetzt! Gut! Ich hätte gedacht, du könntest ihn jetzt vielleicht aufnehmen und gegen die Frau werfen. Oh mein Gott, jetzt geht er richtig los. Jetzt hat er richtig Lack gesoffen. Jetzt guck mal, der ist jetzt gestreift. Der ist jetzt so eine Weihnachtszuckerstange, ist der jetzt. Der ist doch schön. Weißt du. Nein! Run. Der hat mich gebolzt! Ich konnte nicht mehr rüber! Warum ist einfach immer nur nach hinten gebubbelt? Lol, Rush, Noob, KS. Wieso KS? Weiß auch nicht. So der Standardsatz. Nuka ist. Stimmt. Noob Clan. Noob Feeder. Moment, was? LP Noob Clan, lol. XD. L2P XD. Ja. Wallhex rushed. L2P PLZ. PLZ, ja. XDDDDD. Nein, das nicht. 5X und 6Ds, das ist so, das machen so die Intelligenten. Das ist nur für Hochbegabte, ja? Ja, alle anderen können sich das gar nicht, die wissen. Wie er guckt, der guckt so richtig, als wenn er gerade befriedigt wurde. Nein! Was würdest du denn gucken, wenn du gerade komplett aufgeladen wirst? Und nebenbei vom Wario den Ellenbogen in die Rippen gestoßen kriegst, ja? Ist doch schon geil. Soll ja, ich meine, in Japan, wo das Spiel ja herkommt, da gibt's ja die absurdesten Fetische. Ich meine, das gehört dazu. Tentakel-Hentai. Zum Beispiel, ja. Wir müssen die jetzt nicht alle hier erläutern, obwohl es ja dein Kanal, auf dem das Video hier kommt. Also, ja, auf meinem Kanal kennen sich die Leute mit sowas aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht, aber das macht ja nichts. Der ist die ganze Zeit gestreift, fällt mir gerade auf. Nur vorher ist das nicht so aufgefallen. Ja, gut. Ich finde das klasse. Scally, du Rally. You are a horny Scallion. Mhm. Bin ich auch. Jetzt mach die mal platt, schau mal hier. Das kann doch nicht sein. Bei der letzten haben da war es ja noch verständlich, dass wir das nicht geschafft haben, weil wir einfach zu blöd waren, aber. Ja, der macht mich aber auch Angst. Der macht überhaupt nicht Angst. Das ist eine Weihnachtsstange mit einem Blinklicht oben dran. Blinklichter sind gruselig. Blinklichter sind furchtbar. Jetzt hat er mich wieder. Du kannst da nichts machen! Wenn du auf seinem Buckel bist. Der ist abgerundet und eingefettet. Dann nicht auf den Buckel. Ja, aber Wario kann nicht so hoch. Du musst schon nach oben drücken, damit Wario überhaupt hoch genug springt, um über den rüber zu kommen. Ja, du weißt ja, wie es geht. Warum machst du es dann nicht? Weil ich müde bin. Ich merke schon, ich tease den Rush gerade ein bisschen. Ich glaube, ich wäre noch viel schlechter da drin, weil ich auch müde bin.
Aber so langsam werde ich wach, also ich könnte jetzt noch 20 Parts aufnehmen. Ja, von mir aus, da kannst du ja den Boss hier gleich machen. Ja, kann ich gerne machen, aber... du schaffst den ja jetzt hoffentlich. Nein, werde ich nicht. Wie lange geht der Part denn schon? Das weiß ich nicht, mein Timer meldet sich nach 15 Minuten auf jeden Fall. Ja, ist klar. Aber man muss dazu sagen, die Esmeralda, die ist schon immer relativ heftig. Was der da für einen Antrieb bekommt, ne? Der hat auch zu viel von diesem roten Tabasco getrunken. Ja, und dazu ist er auf Vitraletten. Das ist nämlich eine glänzende Vitralette auf seinem Kopf. Ja, die dreht sich. Ist das Kirsche oder ist das... Das ist Cola. Oh Gott, deswegen hat er so viel Energie. Aber ich finde Zitrone auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Achtung! Pass bloß auf! Was ist los? Nicht mitfahren, Rush. Der will dir ans Leder. Nicht bei fremden Leuten ins Auto steigen. Ach nee! Dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Die letzten. Nur weil der dir irgendwelche Vitraletten angeboten hat. Was nicht zum Kennen steigen. Jetzt mach ihn weg! Boxen! Alter! Euer! Wie der abgeht! Ich will nicht, dass du stirbst, Rush. Ich will diesen Boss nicht auch noch machen müssen und dem nächsten Part zeigen, wie schlecht ich auch in dem Kampf sein werde. Gib dir bloß Mühe. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Du musst ihn sicher gegen die Esmeralda werfen, ne? Ja, jetzt habe ich's auch. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Aber der Rush ist wieder... Das ging nicht! Nein! Lass mich in Ruhe! Analog zum anderen Kampf, dass du sie auf diesen, auf diesen Funken wirfst, der da zuletzt runterkommt? Nein. Das wird wahrscheinlich einfach so sein, dass ich mehr ausholen muss. Mario kann ja aufladen sein Wurf. Kann schon sein, ja. Versuch's mal. Jetzt, zack, einfach über den zack, aber du musst mit dem Funken da aufpassen. Jetzt. Pass auf! Nicht so hoch genug werfen kann ich. Ja, aber wie gesagt, du musst aufpassen, dass du mit dem Funken nicht erwischt wirst. Kannst du nicht eigentlich auf dem eine Stampfattacke drauf machen? Nee, eben nicht. Hab ich ja schon probiert. Ja, hab ich nicht gesehen, weil ich ja nur jeden fünften Frame ungefähr bekomme. Nein! Nein, Rush! Oh. Ja, das ist gar nicht so einfach, immer über den rüber zu kommen. Das war keine Kritik, das ja. War... Ich fieber mit dir mit, weißt du. Nein, du fieberst gar nicht mit, du bist gemein. Ja, Rush, du bist halt einfach scheiße. Ja, ich weiß. Guck mal, hier, der soll einfach mal da oben stehen bleiben, bis die Frau kommt, dann direkt zu ihr rüber, anstatt da immer in die Falle von ihr zu gehen. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der auf einmal so ausrastet. Ich war hier gerade so richtig schön am... So, jetzt können wir einmal ganz geschmeidig hier in so einen Bosskampf reingehen und so... Und auf einmal... Das sind Wario-Bosse, die fangen immer gleich richtig an. Außer der Wurm in Wario 3, der war scheiße. Welcher? Der Wurm, das war der erste. Nee, das war der zweite, der Wurm. Das war dann der erste. Der erste war diese Eule oder was, diese kleine Matjoschka-Puppe, die auf den drei Fässern stand. Stimmt. Aber ich fand den Wurm schwerer. Der Wurm war scheiße, der konnte gar nichts. Ich fand den total nervig. Wieso hat das jetzt nicht gezählt? Der ist halt stärker geworden, der hat sich jetzt einen zusätzlichen Metallpanzer angeschafft. Ist jetzt mit rostfreiem Stahl. Ich habe noch nicht mal rosettenfreiem Stahl gelesen, da war ich auch ein bisschen verwirrt. Mit rosettenfreiem Stahl. Ah, ich weiß schon, man muss nicht gezählt, aber man muss das von vorne machen. Aber warum stand er denn diesmal andersrum? Das verstehe ich nicht. Ja, der hat dazugelernt. Der kann nicht dazulernen. Das ist keine KI. Trägt er eigentlich eine Bärenfalle da in der Hand, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwas, womit er mich hochwerfen kann. Ich glaube, das ist eine Burger King-Krone. Ja, so eine Burger-Form. Drüber! Könnte auch so ein Knäckebrot mit Kruste sein. Ja, stimmt. Da hat der Wario einmal reingebissen und deswegen ist der Typ jetzt total sauer, weil der Wario einfach in sein Knäckebrot gebissen hat, was er eigentlich nicht angehen kann. Okay. Hallo, in die andere Richtung. Du hast schon in die andere geguckt. Warum kommst du dann zu mir? Jetzt hat's gelegt! Jetzt hat's gelegt! Oh! Aber hast du noch geschafft. Ja, gerade so. Der, aufladen. Der Rush, der trifft hier, glaube ich, gerade seinen Schöpfer, ne? Bitte. Jetzt ruf, Achtung Funken, jetzt ruf. Ja, der Rush, der kann. Wie oft ist diese Frau eigentlich... Wir reden nicht über explodierte Katzen, explodierende Katzenbabys, sondern über explodierende Jungfrauen. Esmeralda. Jetzt noch ein Knäckebrot und dann bin ich zufrieden. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist schon halb aufgegessen, weil der Typ, der das Schild benutzt hat. Na gut, Clear. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, wir planen das. Ja, jetzt machen wir einfach mal alle. Nein, warte. Aber nicht zu früh drücken. Ja, könnte eine 1, eine 4 oder eine 7 sein, ist eine 1.
Siehst du, wenn ich dran bin, ist es auch eine 1. Ja, yeah, wir müssen einfach nur die Rollen mal tauschen. Du sagst einfach an, was es ist, wenn du dran bist, und ich sag an, was es ist, wenn ich dran bin. Oh, Bier. Oh, geil. Tja, uns fehlen irgendwie noch so vier Knecke. Das könnte auch so ein Enddarm sein, was da in der Mitte, ne? Oder ein Furzkissen. Ja, kann vieles sein. Was passiert denn jetzt eigentlich, wo wir die Esmeralda besiegt haben? Kommt jetzt ein Abspann? Mal gucken. Jetzt bekommt erstmal das Health Complete. Oh ja, kommt ein Abspann. Geil. Was mit euch? Ich heile euch. Tja, es geht wirklich um Explosionen, wie wir angekündigt haben. Damit haben wir uns praktisch das ganze Spiel gespart, ne? Ja, das wäre ein bisschen flotter gewesen. Einfach im Bett bleiben ist einfach eine Lösung, um alles viel schneller anzugehen. Deswegen mache ich das auch jeden Mario Augen. Hat dann natürlich eine doppelte Lage Wario-Symbole gehabt. Das andere haben die weggerollt, dann rollt er das weg und hat da wieder eins von sich hängen. Und er geht wieder schlafen. Gut. Guter Mann, sympathischer Typ. Ja. Das ist wirklich so ein Scully der Rallye. Sollten wir auch machen. Also ich kann das ja genauso. Ja, also dann ist es halt so ein True Rushed oder Scully der Rallye. Kommt jetzt wieder der ganze Abspann? Ja, wahrscheinlich aber ohne Wario. Oder können wir das überspringen? Mal gucken, aber Wario rennt ja jetzt nicht, weil der liegt ja schon wieder im Bett. Ja, stimmt, der Abspann ist jetzt anders. Aber nee, das ist der gleiche. Kannst du das nicht überspringen mit A, B, Start oder sonst was? Nee. Okay, dann sehen wir jetzt den Abspann. Mit Hosos Kawatakehiku. Ja. Aber wir können ein bisschen schummeln. Naja, der Rush, der schummelt. Cheater. Übrigens habe ich dir schon den Mörderwitz erzählt. Ja, hau raus. Unsere Mathefachschaft, ja, die hat so statt einem Sparschwein ein Sparschaf, ja. Mhm. Weil die haben halt so ein Schaf, wo ein Schlitz oben drin ist. Der Wario pennt, das fand ich gerade schön. Ja. Und das ist das Mathefachschaf. Für die Mathefachschaft. Genau. Ist das nicht genial? Guck mal, Stage 4 60 und Treasure 50. Ja, das geht auch. Das sind schon über 100. Picture Panels? Oh, da haben schon 162% geschafft. Rush, was zählst du von 300, ja. Oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Ja, vor allem dieser geile Rallye da. Nee, jetzt wo ich das so sehe, das ist, kennst du diese dicken Dinger bei Takeshis Castle? Diese roten Dinger mit diesen gelben Quietschgesichtern, was die sich anziehen mussten, wo sie dann diesen Berg hochlaufen mussten? So eins ist das. Ach so. Ja gut, ich glaube, der Part ist auch jetzt vorbei, oder? Ja, und jetzt kann ich hier wieder nicht klicken. Wie haben wir das denn letztes Mal gelöst, als wir hier waren? Wir haben einfach erstmal den Part beendet. Ja, okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist wieder das Quietschgesicht.